zum neuen Video und ihr seht ja schon, ich stelle euch heute wieder eine neue Knete vor. Oh, Entschuldigung, das schneide ich später raus. Wahrscheinlich auch dann nicht. Und wir sehen auch schon, wir haben letztes Mal diese Jumping Party vorgestellt. Die war anders. Die war jetzt grün, hier steht ja schon blue, also blau. Und die ist wahrscheinlich ganz anders. Die war auch ganz, die ist ja in der ganz anderen Form. Die ist viel kleiner. Und wir schauen uns etwa erstmal das Design an. Also hier steht ein dunkelblaue intelligente Party. Wahrscheinlich intelligente Party, Knet. Und dann ist es hier gelb, ein Klecks, dann orange außenrum, dann hellorange Kleckse. Schwarz ist das Ganze mit weißen Strichen, sonst ist die Verpackung sichtbar. Und das Ganze ist ab 3 Jahren. Drin sehen wir schon, es klebt da auch schon. Aber hier ist es eigentlich blau. Ist jetzt nicht so viel drin, ein bisschen dünn. So sieht es innen aus. Und mal sehen, sie ist also, glaube ich, ein bisschen anders von der Konsistenz, weil die ist eher so weich wie Jumping. Ja, die ist eher weicher, aber die Jumping Padding Knete, die wird auch weich, wenn man sie längere Zeit knetet. Und ich würde sagen, die ist fast gleich, nur in einer anderen Farbe, anderen Form. Und vielleicht andere Konsistenz wie die Jumping Putty. Sie kann auch schlüpfen, glaube ich. Ja, das kann sie schon mal. Oh, das war jetzt die. Also sie kann schon hüpfen, aber nicht so gut wie die. Wie die Jumping Putty, die ist ja extra zum Hüpfen. Radieren, schaue ich mal, ob sie es kann. Dazu habe ich mir hier ein Block vorbereitet. Einfach, wo wir dann immer das benutzen können. Und dann male ich jetzt einfach so ein bisschen davon hin. Und schauen, ob sie das kann überhaupt. Da ist es. Egal, dann machen wir es so. Ich war blöd. Natürlich blöd, wenn ich das nur mit einer Hand machen kann. Also es radiert. Und es hat es natürlich ganz weggeradiert, wie man hier erkennen kann. Ein bisschen minimal sieht man es noch, aber das können wir ja auch nicht da verlangen, wenn sie gar nichts von ihrer Knete verliert. Und ich guck mal, wie man das eigentlich formen kann. Also so richtige Knete ist das nicht. Das ist eher so Glibber-Slime-Knete. Okay, das ist eher Slime-Knete. Und man sieht, man kann es jetzt nicht so gut formen. Doch man kann es gut formen. Nur es ist so, dass wenn man es schon formt, dass es schnell verläuft, weil es schmilzt auch. Sogar noch besser wie die Jumping Putty. In den Händen wird es dann ganz schön weich. Und hier sieht man mein Herz. Das kann man nicht richtig zu einem Herz formen, wie mit normalen Knete. Weil das kann man nicht auf Möbeln zum Beispiel, bleibt das ganz oft kleben. Auf Glas bleibt es für immer eigentlich kleben. Da muss man das ganz schön abrubbeln. Auf der Heizung niemals drauflegen, der schmilzt zu arg. Und das ist mein Herz. Das sieht nicht so schön aus. Es verbreitet sich immer wieder in der. Also ihr habt ja gesehen, es war verbreitet, wo ich es aufgemacht habe. Und genauso wie hier, es schmilzt doch wieder und wird glänzen nach einiger Zeit. Verbreitet sich dann so glatt. Und es ist echt anders wie die Jumping Putty. Und wir sehen ja, dass es ein bisschen unterschiedlich ist. Wenn man genau hinguckt, sieht man es sogar mit den Augen. Man muss nicht mal die spüren. Man sieht schon, irgendwas ist da trockener, und zwar die Jumping Putty ist trockener
Und das ist ganz normal eigentlich. Und ja, bis zum nächsten Video. Und im nächsten Video werden wir, glaube ich, die Amazing Shoes Maus, das Dreierpack, schauen. Aber nur, wenn ihr es wollt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bei Fragen, wo ich die gekauft habe, einfach in die Kommentare. Und dann wäre es auch schon erledigt. Tschüss!